Sadhguruji, Pranam. Weißt du, wir komponieren jetzt schon seit 23 Jahren Musik als Shankar Esan Loy. Eine Sache, die mich schon immer fasziniert hat, ist das Konzept von drei. Ich sehe die Assoziation der Zahl drei mit verschiedenen Aspekten wie Neutron, Proton, Elektron, Brahma, Vishnu, Mahesh. Und wir sind auch drei, die Musik komponieren. Welche Relevanz hat also die Zahl drei? Welche Bedeutung hat die drei? Und welche Auswirkungen hat die drei? Namaskaram an die Trimurtis von Shankar Esan Loy. Well, there are Trimurtis. Nun, es gibt Trimurtis, Trinetra, Trishula, Trikala. All diese Dinge sind Entwicklungen von Ideen aus der grundlegenden Erfahrung des menschlichen Lebens. Alle menschlichen Erfahrungen sind in diesen drei Dingen verwurzelt. Unsere Erinnerung gehört zur Vergangenheit, die als Bhutakala bezeichnet wird. Unsere Erfahrung ist immer Vartamana oder die Gegenwart. Und unsere Vorstellungen und Wünsche sind immer auf die Zukunft gerichtet, welche Bhavishya ist. Die menschliche Lebenserfahrung findet also im Wesentlichen zwischen Erinnerung, Erfahrung und Vorstellung statt. Basierend darauf haben sich verschiedene Aspekte, die aus diesen drei Erfahrungen stammen, in unserer Kultur als Tri herauskristallisiert. Trinetra, Trikala, Trishula und alle und ihr Trimurtis. Es ist also von grundlegender Bedeutung zu verstehen, dass all diese drei Dimensionen im Vartaman existieren. All diese, Vergangenheit und Zukunft, existieren eigentlich jetzt, denn nur jetzt kannst du dich erinnern, nur jetzt kannst du dir etwas vorstellen. In der Welt wird viel gelehrt, vor allem in den Vereinigten Staaten, aber ich glaube, auch die Westküste Indiens hat es getroffen. Die Leute sagen immer, sei im Moment, sei im Moment. Sie sind Verehrer der Gegenwart. Aber ich verstehe nicht, warum dir jemand sagt, du sollst im Moment sein, denn du kannst nirgendwo anders sein. Wo kann man denn sonst sein? Kann mir jemand zeigen, wo er noch sein kann, außer in diesem Moment? Wir sind also ohnehin im Vartaman verwurzelt. Aber unsere Erinnerungen liegen in der Vergangenheit, unsere Vorstellungen und Wünsche sind auf die Zukunft gerichtet. Menschen, die nur das Heute verehren, Menschen, die nur die Gegenwart verehren, sagen dir im Grunde, sei einfach in diesem Moment, denke nicht an die Vergangenheit, denke nicht an die Zukunft. Nun, es hat Millionen von Jahren gedauert, bis dieses Gehirn so weit entwickelt war, dass es ein lebhaftes Erinnerungsvermögen und eine fantastische Vorstellungskraft hatte. Es brauchte Millionen von Jahren evolutionärer Arbeit. Aber heute sagt dir jemand, lass uns das alles wegwerfen und wie ein Regenwurm sein. Ich habe nichts gegen einen Regenwurm, er ist ein sehr umweltfreundliches Lebewesen. Aber all diese evolutionäre Arbeit, die uns auf dieses Niveau der zerebralen Fähigkeiten gebracht hat, sollte nicht für eine einfache Philosophie aufgegeben werden. Der Grund, warum die Leute das sagen, ist, dass die einzigen beiden Grundlagen für das Elend der Menschen darin bestehen, dass die Menschen daran leiden können, was vor 10 Jahren passiert ist, und dass sie daran leiden können, was übermorgen passieren könnte. Das heißt, sie leiden nicht unter dem Leben, sondern unter ihrem Gedächtnis und ihrer Vorstellungskraft, den beiden fantastischsten Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Es sind diese beiden Fähigkeiten des lebendigen Gedächtnisses und des fantastischen Vorstellungsvermögens, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Das wollen sie aufgeben, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihren Gedanken und Gefühlen umgehen sollen. Wenn du dich freudig erinnern und dir mit großem Überschwang und Ekstase Dinge vorstellen könntest, warum solltest du darauf verzichten wollen? Es ist nur so, dass deine Erinnerungen und deine Fantasie zwanghaft geworden sind und eine Welt des Elends erschaffen. Die Leute reden also darüber, wie man die Vergangenheit vergessen kann, wie man nicht an die Zukunft denken muss. Das ist nicht die Art, das menschliche Leben zu führen. Es ist sehr wichtig, dass all diese Trikalas da sind, dass die drei Dimensionen, die Trishulas, da sind
und dass die Trinetras da sind. Das sind die drei Dimensionen, das Leben zu sehen und das Leben zu erfahren. Und wir sind sehr froh, dass die Trimurtis von Shankar, Esan und Loy da sind. Bitte spielt wunderbare Musik. Und lasst uns die Trimurtis feiern.